so hier, in Frauenchiemsee. Bist jetzt heilig geworden. Vorher war mal so eine Nonne, die hat immer so geschaut, weil sie ja so nonnisch ist, also so unberührt. Und ich bin auch nonnisch. Man muss ja auch sagen, wichtig ist die Seele, oder? Ich glaube, so wird es auch vom Jesus verstanden gewesen sein. Die Seele ist das Allerwichtigste. Dein Geist ist rein. Was hilft es, wenn ich bloß eine Frau habe, aber Dreckschwein bin? Gestern war so ein Waffenhändler, der hat nur Scheiße gebaut. Und dann hat die Frau ihm gesagt, das ist ja Wahnsinn, du schickst die Waffen nach Afrika und die knallen alle ab. Das war natürlich bloß ein Film, aber trotzdem, da sieht man, was Menschen so Böses anstellen können. Furchtbar. Und dann sich mit der Familie schützen. Weil sie sagt, ja, versteck mich hinter die Frau, weil sie sagt, ja, die ist seelisch okay. Und dann kann ich ja alles hintenrum machen. Und wenn ich da mal in Schwierigkeiten bin, seelisch, dann gehe ich zu meiner Frau, lege mich daneben hin und dann bin ich wieder ein guter, braver Mann. Oder? Dazu möchtest du nicht benutzt werden, oder? Ich möchte nicht so leben, nee. Bin ich lieber der arme Künstler. Genau, und nicht ein Millionär, wenn ein Mann einer ist, der wirklich gemein ist. Nee, kommt für mich nicht in Frage. Und dein Herz schenkst du zurzeit nur an Romeo? Mein gell? Herz schenke ich nur an Romeo. Oder, sagen wir mal, von einer bestimmten Seite. Du musst den Romeo nehmen. Ja, der Romeo, der kriegt mein Herz geschenkt. Jo, kostenlos. Frauen haben ja viele Gefühle und eine sind natürlich für Menschen oder Tiere. Das ist wieder unterschiedlich zu Männern. Die Männer sind mehr, die haben dann, oh, hat den schönen Hintern, hat den schönen Busen und so was schon. Und dann wollen sie das haben. Und die Frauen wollen mehr. Genau, und die Männer, die Frauen wollen mehr so das gute Menschen teilweise. Oder sagen wir, sie kommen dann später. Die Frauen wollen auch das Materielle, ne? Ja. Um schnell Karriere zu machen. Hier ist ja die heilige Irmengard oben, ja? Ja, echt? Ja, gehen wir doch hin. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Ja, wichtig. Für dich kannst du da was reinschreiben ins Buch. Schreib's rein. Ich liebe dich. Ich verzichte lieber auf Geld. Ich bin arm. Und hier hinten haben wir jetzt noch das Wetterleuchten. Oder auf jeden Fall wird es hinten noch mal ein bisschen schöner. Lieber arm und hab einen Reichen. Da wo die Verfassung, weißt du schon, da ist ja die Verfassung hinten gemacht, die deutsche. 45 oder irgendwas, 50 irgendwas. Dann, ja. Oder hinten geht es nach Prien, das ist das andere Ende vom Chiemsee. Und da war ich schon, das Ding. Und da gestartet. Prien war ich schon. Prien und Poing. Und da ist unser Silberpfeil. Das ist süß. Das Kult ist das. Ja, das ist cool. Und wieso? Weil es ein Tretboot ist. Man braucht keinen Strom, man braucht kein Benzin, kein Verbrennen, nichts, sondern man muss nur treten. Ist für den Körper gut. Und kommst auch vorwärts. Ja, und für den Geist auch, weil der wird klar und rein. Genau, meine Muskeln werden trainiert oder je nachdem, wer fährt. Ein bisschen dicker. Aus dem Biafra wird ein stämmiger Mann. Genau, so macht man das. Ja, so macht man das. Hinten noch Gebirge, gell? Ja. Kampenwand. Vorne habe ich noch andere Gebirge gesehen. Ach so. Da hinten geht es ja mehr ins Gebirge, wo man das Wetterleuchten hat. Das ist ja da schon die Münchner Gebirge schon fast. Ach so. Ja, klar. Da ist, wie heißt denn das? Schliersee dahinter geht es da.